Wir haben natürlich vieles Bekannte, das schon da war, das jetzt auch wieder geöffnet hat oder sich erweitert hat. Wir haben aber auch hier der Dom Pierre, unser Franzose, der französische Spezialitäten hat, um auch ganz tolles Gebäck auch bekommt. Also auch hier wieder ein schönes Café, ein schönes Bistro französischer Art neben unserem Aloha Poke, den man auch kennt. Was schon da war und auch da bleibt, sind unsere Hot Rods. Das ist natürlich eine schöne spaßige Sache, mit einem Hot Rod hier im Werksviertel Mitte zu beginnen und von hier auch Touren zu fahren durch München oder ins Umland. Hier sind wir bei der Canita in ihrem Markthalle, eine ganz neu, ein kleiner Blick auch schon mal rein. Ich würde es jedem nur raten, hier selber das mal zu entdecken. Tolles Essen, tolle Location, also mit Sicherheit auch was Neues hier in München, wo sich allein schon das orientiert, hier ins Werksviertel Mitte zu kommen. Ein weiteres Highlight, was wir hier bekommen, ist oben im Penthouse ein Pop-Up-Restaurant vom Zwei-Sterne-Koch Toru Nakamura, bekannt vom Salon Rouge. Der wird hier, sobald die Innengastronomie loslegen kann, auch hier starten und mit Sicherheit ganz, ganz spannendes Gastrokonzept. Das ist unser Außenbiergarten oder Wirtsgarten, genauer gesagt, vom Riederstein. Augustinerbier, also auch sehr gemütlich, auch hier zu länger zu verweilen bei bayerischen Speisen und gutem Getränk. Auch das lohnt sich, hier einen kleinen Abstecher zu machen oder ein Feierabendbier zu trinken. Wir sind selber sehr froh, dass wir jetzt endlich wieder unser Feierabendbier hier genießen können. Wormholz ist nichts zum Essen, aber zum Schlafen. Das ist dann vielleicht auch ganz interessant. Das ist ein Youth Hostel, ein Jugendhotel. Wir haben hier die Philosophie für jeden Geldbeutel etwas, also vom Jugendhotel bis zum Vier-Sterne Superieur. Longstay, das ist hier oben drüber, das Adina. Alles, was hier dann über den silbernen Blechen ist, das ist dann das Adina Hotel, auch ein tolles neues Hotelkonzept, wo auch dann eine Skybar den Abschluss des Gebäudes macht. Also hier sind wir auch an einer altbewährten, bekannten Stelle, nämlich in der Nachtkantine mit, ja, ich würde es fast schon sagen, mit einem Lounge-Charakter. Wenn es wieder nach innen geht, dann haben wir auch dort wieder den Quatsch Comedy Club zu Gast, auf den wir uns schon sehr, sehr freuen. Und bis dahin, auch hier gilt Lebensfreude pur im Außenbereich. Und ja, da sind wir dann auch sehr gespannt, wie sich das alles so entwickeln wird. Jetzt sind wir bei einem sehr interessanten Gebäude aus Münchner Ziegel. In Ziegeloptik hat auch den Fassadenpreis bekommen und da finden sich auch ganz spannende Dinge in dem Gebäude vom Gambino Hotel, von der Familie Gambino. Ein richtig schönes, tolles Hotel. Wir haben zwei Bars auch oder zwei Restaurants, zwei Bistros. Die Maris Bar, ein italienisches Bistro und die La Tasca Flamenca, ein spanisches Bistro. Und das ist auch eine sehr schöne Bereicherung hier im Vorplatz zu unserem Umadum Riesenrad. Und ich glaube, das sind auch dann schöne Momente dann im Sommer, wenn es dann wieder die Sonne scheint und man möchte hier eine gute Zeit verbringen, hier in München, an einem sicheren Ort, dann kann man hier auch wirklich sehr schöne, ruhige Stunden mit Freunden verbringen. Servus, auch wir sind dabei hier beim Restart und wir würden uns so wünschen, dass wir jetzt aufbleiben dürfen und bald vielleicht auch innen drinnen. Wir sind vorbereitet, wir haben ein Hygienekonzept und haben heute schon gleich ganz tolle Sachen gemacht und haben den Gästen Decken angeboten und wir haben auch schöne Sitzgelegenheiten draußen, dass man sich draußen gemütlich machen kann und gut kochen tun wir eh. Also vorbeikommen lohnt sich hier im Werksviertel. Das sind hier unsere kleinen, tollen
Essenskioske, sehr unterschiedlich, sehr international, für jeden Geschmack auch etwas. Auch hier die neue Sushi-Bar, drüben haben wir auch noch Knödel oder Raivadachi. Also wirklich sehr bunt, und das ist auch zum Beispiel für viele, die hier arbeiten, unsere Siedler hier, die treffen sich hier und können hier dann gemeinsam Mittagessen machen, und sehr unterschiedlich, und das ist eigentlich unser großer Begegnungspunkt, und das ist auch zum Beispiel der Knödelplatz, wo sich Menschen begegnen können auf sagen wir, Platz genug, auf genügend Abstand kann man hier auch achten. Ja, das ist unser neues, altes Werksviertel Mitte. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt hier am 28.05. starten können, und wünschen uns einen tollen, schönen Sommer. Wir sind neu auf dem Gelände. Wir haben angefangen mit der Rösterei im Container gegenüber. Mit dem Kaffee hatten wir vor, so ein kleines Showroom zu kreieren für die Rösterei. Bei uns ist, sag ich mal, im Wesentlichen essentiell alles sehr von der Seite der Nachhaltigkeit im Vordergrund zu haben. Alles, was im Laden ist, in allen unseren Filialen, ist entweder recycelt, in Handarbeit hergestellt, oder eben aus dem Umkreis, also aus dem Kreis München. Und das haben wir in dieser Filiale auch gemacht. Das heißt, die Maschine wurde nochmal repariert und zum Leben erweckt. Die Fliesen sind in Handarbeit hergestellt. Alle Produkte sind regional oder hausgemacht. Und genau, das passt alles zusammen mit der Rösterei, wo wir auch bis jetzt noch in München die einzigen sind, die auf Elektroröster rösten. Und der Strom wird auch hier im Werksviertel hergestellt. Das ist Ökostrom. Sauber und grün, und damit rösten wir unseren direkt bezogenen Kaffee oder Fairtrade. Und das passt alles wunderbar zusammen. Genau, das sind wir. Hier sind Seecontainer aufgestellt. Hier ist auch die Kölschbar oder die Ipanema im nördlichen Bereich des Containerkollektivs. Da wird der Startschuss wieder im Ende Juni wahrscheinlich fallen und weiteres Leben einziehen. Hier ist schon das Leben noch aktiv oder wieder aktiv hier mit der Kölschbar und mit der Ipanema Bar. Und das sind hier auch richtige Klassiker geworden mittlerweile. Ja, wir sind aus Mingo, aber wir trinken gerne einen Kölsch. Also am Karneval sind wir ab und zu. Hier sind wir im Gin City, oder genauer gesagt vor dem Gin City. Man kann es auch lesen, war auch das Lokal des Jahres 2020. Ich würde sagen, das gilt auch noch für 2021 nach der Corona-Pause. Auf alle Fälle ein Besuch wert, und wenn der Blick oder alleine der Blick nach innen lohnt schon, weil es ist wirklich eine spektakuläre Architektur und Ausstattung, und uns freut es auch sehr, dass wir hier wieder unseren Gin mit Tonic trinken können. Auch eine Bereicherung für München. Also gleich ums Eck, ums Eck vom Gin City ist der neue Schlagergarten. Viele kennen den Schlagergarten natürlich noch von früher, von der Kultfabrik. Der ist umgezogen und jetzt in einem ganz neuen Gewand und wirklich im High-Class, muss man wirklich sagen, im High-Class, im Event. Auch tolle Akustik, tolle Musik, tolle Performance. Ja, natürlich jetzt alles im Außenbereich, spielt sich jetzt alles ab, aber es ist überdacht, es sind Heizstrahler auch da. Ich denke, man kann auch mit Schlager und Heizstrahler einen wunderbaren Spaß auch abends haben.